Hey guys, it's me, Vix123, and another unreleased game I was able to play and capture today was Ghost Recon Wildlands, and that's what you're going to be seeing right here. It's an open world strategy shooter, and it was pretty interesting, a lot of, you know, unique mechanics to it, and you're going to get to see all of them in this video, so let me know what you think down below, and enjoy. Eyes on another target. And target number 3. Drone is airborne. Looking at a small group of tangos. Found their buddy. MLT's getting away. This hombre was engaged in a fight. Buckle up, people. Man, if you shot straight, it wouldn't get fucked up. Good shooting. You never move on. Tango number 3, there's 5. We got an hombre engaging. Heads up. Tell me everything you know about the people who gone missing in San Diego. Or I swear to God, you're gonna be next. I'll meet you. There's a village called Rosario, okay? The cartels built a prison there. It's where they keep people who sympathize with the rebels. See you in hell. Everything you know about the people who've gone missing in San Diego, where I swear to God you're gonna be next. We're good. We all in one piece? There's a village called Rosario, okay? The cartels built a prison there. It's where they keep people who sympathize with the rebels. This cartel prison in Rosario may be the break we're looking for. The records in the warden's office might give us some answers about the disappearances in the area. Bitches.
I landed. Deploying drone. All right. I'm on the ground. I'll be damned. The cartel just put up a wall and turned the whole village into a prison. Eyes to the small group. Same as before. Get inside, find the warden's office, search for intel on the missing people. There have to be answers behind those walls. Let's move. I'm looking at a small group of tangos. Target marked. Got a couple civilians close by. 10th target sighted. We got a PC over here. If there's a record of the prison's inmates, it's here. No time to be choosy. We'll download every document. Eyes on a small group of tangos. I got Tango 15. Got it. I'll drive. Let's roll. Beat on us. Watch it. They're looking for you. Fuck, they found a body. Drone is up. That's gotta be the warden's office. If there are any prisoner records, they'll be in there. We need to get inside and see what we can find.
sounds like they found a body. They're gonna spot you. Back up. The Sicario's engaging us. Frag out. I got another tango. Atentos todos a sus posiciones de inmediato. Estamos bajo fuego enemigo. No retrocedan. No retrocedan. Acaban de iniciar el ataque, repito. Acaban de iniciar el ataque. Warning, fucknuts. They're engaging now. I got a third tango. Váyanse de aquí. Nosotros somos gente de paz. No disparen. Play a huge part in missions and traveling throughout the world itself with your squad. On the map, we are also shown two locations that are labeled as MOB, which I believe stands for Main Operating Base. This will probably work quite similar to the base of operations that we have seen in Tom Clancy's Division, or maybe even something like Mother Base in Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, where you can sort out all of the gear you've earned for completing missions and maybe even be able to customize or upgrade your base. It is yet to be revealed what the exact function of the base will be, so we'll have to wait and see. Ubisoft have also been releasing in-engine teaser videos of the locations that we'll be traversing in the game, which look absolutely mind-blowing, and you can see all of this on screen right now. Taking all of this in really just goes to show how much of an open-world experience Ghost Recon Wildlands is really going to be, and once again reinforces that idea of being able to approach missions almost any way you want, be that by land, by air, or by water. They've been releasing more and more teasers as time goes on, so there'll be a link for you guys to check out in the description of this video. Ubisoft Paris have also confirmed their presence at E3 2016 to once again showcase Ghost Recon Wildlands, which will undoubtedly reveal much more about the game, where we will more than likely see some sort of real-time gameplay demo and perhaps some details about a PvP or multiplayer mode for the game. I'm sure we will also hear something about a release date for the game, or maybe even details about a future alpha or beta test. But what do you guys think? What do you think of the world strategy shooter? And it was pretty interesting, a lot of, you know, unique mechanics to it. And you're going to get to see all of them in this video, so let me know what you think down below, and enjoy. Eyes on another target. Buen hermano. Target number 3. Drone is airborne. Looking at a small group of tangos. Found their buddy. That LT's getting away. This hombre was engaged in a fight. Buckle up, people. Man, if you shot straight, I wouldn't get fucked up. We never move on.
Takeout number three, there's five. We got an hombre engaging. Atentos todos a sus posiciones de inmediato. Estamos bajo fuego, enemigo. No retrocedan. No retrocedan. Get to cover. About the people who gone missing in San Diego. Well, I swear to God, you're gonna be next. There's a village called Rosario, okay? The cartels built a prison there. It's where they keep people who sympathize with the rebels. Frag out! Eat it, fuckers! Frag out! Frag out! See Tell you in everything hell! You know about the people. Gone missing in San Jose. Where I swear to God you're gonna be next. We're good. We all in one piece? There's a village called Rosario, okay? The cartels built a prison there. It's where they keep people who sympathize with the rebels. This cartel prison in Rosario may be the break we're looking for. The records in the warden's office might give us some answers about the disappearances in the area. Boots on the ground. I landed. Deploying drone. All right. I'm on the ground. I'll be damned. The cartel just put up a wall and turned the whole village into a prison. Eyes on the small group. Same as before. Get inside, find the warden's office, search for intel on the missing people. There have to be answers behind those walls. Let's move. Looking at a small group of tangos. Target Eyes marked. Small group Got a couple tangos. Civilians close by. 10th target sighted. We got a PC over here. If there's Looking a record a small of the prison's inmates, tangos. It's here. No time to be choosy. We'll download every document. Eyes on a small group of tangos. I got Tango 15.
Got it. I'll drive. Let's roll. They got a bead on us. Watch it. They're looking for you. Fuck, they found a body. Drone is up. That's gotta be the warden's office. If there are any prisoner records, they'll be in there. We need to get inside and see what we can find. Sicario's engaging us. Frag out. I got another tango. Morning, fuck nuts. They're engaging now. I got a third tango. Váyase de aquí. Nosotros somos gente de paz.
Wir sind auf der E3 2016 und wir haben Ghost Recon Wildlands gespielt. Und wir, das sind Julius Busch. Hallo. Moin. Und ich, Johannes Rohe. Wir haben eine komplette Mission im Koop erlebt, im Vierspieler-Koop, auf das das Spiel voll ausgelegt ist, gemeinsam mit einem Entwickler, der uns so ein bisschen durch die Gegend geschleift hat und gesagt hat, was wir tun sollen am besten, und einem weiteren Journalistenkollegen, der als Bullet Sponge mitgelaufen ist. Genau, und wir dachten uns, wir zeigen euch jetzt einfach mal die komplette Mission, wie wir sie auch erlebt haben, und kommentieren das so ein bisschen, damit ihr euch selber mal ein Bild machen könnt, wie das in Ghost Recon so abläuft. Genau. Ihr seht zwischenzeitlich immer den Wechsel zwischen meiner Perspektive. Ich bin der Typ mit dem wunderschönen Pferdeschwanz und dem Schal um den Hals. Und ich bin der Schwarze. The cool black guy. Jetzt geht's hier gerade noch los. Wir machen uns ein bisschen mit der Steuerung vertraut, probieren die Waffen ein bisschen aus und machen uns ein Bild von der Landschaft, die schon mal echt cool aussieht. Also vor allem die Weitsicht ist echt beeindruckend, das muss man schon sagen. Und es gibt Lamas, wie ich gerade auf meinem Bildschirm sehe. Stimmt, die habe ich gar nicht gesehen. Ach, die sind nur bei mir gewesen? Tatsächlich, es ist eine wunderschöne, riesige Lama-Herde. Ja, man kann sie auch töten. Aber das machen wir nicht, oder? Niemals, niemals würde ich sowas machen. Eigentlich würde ich mich gerne als Lama-Züchter irgendwann in den Ruhestand verabschieden. jetzt geht es aber erstmal darum, dass... Und Charlie! Jetzt geht es mir aber erstmal darum, dass wir einen Informanten finden, des Drogenkartells, gegen das wir in Ghost Recon Wildlands kämpfen. Der hat sich da vorne in diesem Haus verschanzt. Ja, und ich habe jetzt hier gerade so eine... Drohne aktiviert, mit der ich hier die Gegner ein bisschen ausspähe, zumindest es versuche. Jetzt gleich meckert mich der Entwickler nämlich an, ich soll nicht so tief fliegen, weil dann wird die Drohne direkt entdeckt und dann endet das wahrscheinlich gleich böse. Was man sehen kann, die Gegner werden dann ganz automatisch markiert. Hier ist jetzt noch kein besonderer Gegner. Später wird man auch sehen, dass es Mörserstationen, MG-Schützen und sowas gibt, die dann nochmal besonders gekennzeichnet werden. Ja, genau. Jetzt schlägt uns hier der Entwickler nicht vor, dass wir sozusagen synchron snipen sollen. Und das schien den Entwicklern, also es scheint ein großer Teil des Spiels zu sein, dass du einfach Gegner gleichzeitig absnipest. Dann habe ich mich natürlich erstmal beschwert, hä, wieso? Da auf der linken Seite sind doch 5 und wir sind nur 4 Leute. Das heißt, wenn wir die synchron snipen, werden wir doch sofort entdeckt. Ja, diese Koordination hat ein bisschen länger gedauert und im Endeffekt dann auch nicht dazu geführt, dass wir das Ganze leise lösen können. Nee, aber das können wir ja auch sowieso nicht. Da sind ja 5. Ja, das hat relativ wenig Sinn gemacht. Es gibt auch keine spielmechanische Funktion quasi, um Gegner zu markieren und dieses Synchron-Snipen quasi abzusprechen im Spiel. Also genau, das hatte ich dann gefragt. Da meinte er, nö, da müsst ihr schon miteinander reden, was ich aber auch okay finde, weil das ist ja eigentlich cool, wenn du so... Du weißt das gerade, ich glaube, in den vorigen Ghost Recon-Teilen gab es das durchaus, gerade im... okay. Und dass dann so ein Counter runtergeht. Genau, dass ein Counter runtergeht, du markierst einen Gegner und dann geht ein Counter runter, das geht sogar in Division, das benutzt nur niemand. Und gerade hier benutzen sie es nicht, finde ich eine interessante Wahl. Ja, so, jetzt geht's gleich los, wir haben unsere Ziele ausgewählt, diskutieren jetzt noch ein bisschen rum, ob wir auch wirklich schießen wollen und los geht's. Ja, und wie du vorausgesagt hast, ja. Aber interessant ist, es haben sogar 2 überlebt. Das heißt, einer von uns hat noch nicht mal getroffen. Ja, offensichtlich. Da geht aber gerade was in die Luft bei dir. Ja, bei mir ist gerade ein Benzintank oder ein Gastank in die Luft geflogen. Die Explosionen sehen auch ganz schick aus. Grundsätzlich die Grafik. Ich sag mal, je weiter man weg ist, desto besser sieht's aus. Ich habt ihr gerade gesehen, bin da ein bisschen rumgebackt. Kam da nicht richtig durch, das ist mir öfter passiert. Dass du so festhängst? Ja, auch so in so Durchgängen, wo ich dachte, hä, normalerweise müsste ich da jetzt aber eigentlich durchkommen. Ja, das haben wir natürlich jetzt gerade die Situation maximal ungünstig gelöst. Der Typ, den wir interrogaten sollen, ist meilenweit weg. Ja, der ist abgehauen, aber wir... Du machst da gerade einen Wheelie. Ja, wir schnappen uns einfach Fahrzeuge und fahren hinterher. Es soll über 60 verschiedene Vehikel in Ghost Recon Wildlands geben, also eine richtig große Auswahl. Und das funktioniert dann wie ein GTA, also man schnappt sich einfach das Ding und legt los und düst los. Es wird auch Hubschrauber geben, das wird man gleich noch sehen, vielleicht sogar Flugzeuge. Ich habe Flugzeuge am Himmel gesehen. Okay. Also schon eine ganz große Auswahl. Stimmt, auf den Wallpapers sind glaube ich Flugzeuge auch mit drauf. Ja, jetzt fangen wir ja an, auf der Tankstelle rumzuballern, was auch immer eine gute Idee ist und mit Sicherheit auch nicht schief geht. Ja, das ist jetzt gerade schon ganz gut. insgesamt sind die Zerstörungseffekte aber doch eher zurückhaltend, sage ich mal. Also man kann nicht viel zerstören. Ne? Genau, es geht schon was in die Luft, natürlich, so wie die Tankstelle hier, aber es ist jetzt kein Vergleich zu einem Battlefield oder einem Just Cause oder so, an das mich das Spiel von der Optik und vom Gameplay, naja, vom Gameplay nicht wirklich, aber von der Optik oft erinnert an Just Cause 3. Okay, ja. Liegt auch daran, dass wir hier in so einem südamerikanischen Land sind. Wir sind in Bolivien übrigens. Ja.
unterwegs. Das Gebiet soll echt, echt groß sein. Erzähl ich mal kurz, während du hier den Typen freundlich dazu überredest, dass er uns dann doch seine, den Aufenthaltsort seiner Kumpels, wo die Informationen versteckt sind. Der übrigens so wahnsinnig intelligent gerade geflohen ist. Er ist einfach nur ein paar Mal hin und her gerannt, anstatt tatsächlich wegzurennen. Währenddessen trifft draußen ein bisschen Verstärkung ein. Um die kümmere ich mich jetzt. Ach so, ja, ich habe hab gerade versucht, C4 zu legen. Beziehungsweise habe auch C4 gelegt, erfolgreich. Allerdings weiß ich nicht, wie ich es hochjage. Und hab die, ach so. Hab die Entwickler gefragt und sie konnten es mir auch nicht sagen. Deswegen liegt da jetzt mein C4 ein bisschen sinnlos in der Gegend. Konnten sie dir nicht sagen? Nein, sie wussten es selber nicht. Oh. Ja, so ist das manchmal bei Anspiel-Events. Manchmal ist das tatsächlich noch ein bisschen chaotisch. Das Spiel ist eben auch für die Entwickler noch neu. Ja, die Gegner gehen... Also die Gegner gehen gefühlt total schnell down. Das hatte ich mich gefragt und habe mich auch im Nachhinein dann geärgert, dass wir das nicht gefragt haben, ob es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Ob man das schwerer stellen kann, weil jetzt in der Mission gefühlt gehen die Gegner total schnell down und auch wir halten vergleichsmäßig viel aus. Genau. Dazu muss man allerdings sagen, dass das auch so Anspiel-Events oft der Fall ist. Schließlich will man nicht, dass die Journalisten gefrustet da nach Hause gehen, und weil sie ständig sterben, sondern sie sollen ja wirklich die Mission erleben und möglichst viel vom Spiel sehen können, ohne dann, wie gesagt, ständig drauf zu gehen. Hier das wollte ich gerne selber fliegen, aber durften wir noch nicht. Ja, hier sieht man übrigens auf Julius' Bildschirm gerade ein Flugzeug. Also aus Julius' Perspektive. Ja, stimmt. Da sieht man Flugzeug, wie gesagt, ich weiß nicht sicher, ob man die selber fliegen kann. Hubschrauber fliegen dürfen wir auch nicht. Wenn sich die Dinger so fliegen wie die Drohne, dann ist das relativ arcadisch und relativ simpel. Es sieht arcadisch aus, also wenn ich es, oder habe ich gerade das Nachtsichtgerät ausprobiert? Das sieht halt arcadisch aus, weil jetzt, wenn ich das mal ein bisschen vergleiche mit GTA, da schwankt das Fahrzeug doch deutlich mehr. Der hier liegt ja sehr, sehr stark in der Luft, wenn du das siehst. Ja. So. Ja. Und statt jetzt mit den Miniguns dieses geilen Blackhawks die Basis aufzuräumen, entscheiden wir uns coolerweise dafür, aus dem Hubschrauber rauszuspringen und mit dem Fallschirm abzuspringen. Also spätestens hier ist halt echt Just Cause oder GTA 5 Feeling angesagt. Ja. Und das zeigt halt eben auch, dieses Ghost Recon hat mit den alten Ghost Recons absolut nichts mehr zu tun. Nee, die alten, das war ein Hardcore-Taktik-Shooter, das war ja ein Ableger, oder ist quasi aus der Rainbow Six-Geschichte hervorgegangen. Mhm. Und das hier ist jetzt komplett andere Art von Spiel. Hier geht es um schnelle Koop-Action, um wirklich die Freiheit zu tun, was man möchte oder zu lassen. Und schnell viel Spaß zu haben gemeinsam und nicht sich großartig zu überlegen, okay, wie gehen wir jetzt vor? Ja, wobei wir das jetzt hier schon ein bisschen gemacht haben. Denn unser Teamleader, den wir hier gerade bei mir sehen, und der hat diesen Plan. Der hat uns einen Plan vorgeschlagen, dass wir uns nämlich wieder aufteilen. Das bietet sich wohl häufiger an. Ich werde jetzt mit ihm, mit unserem Teamleader, ein bisschen in die Berge verschwinden und mir eine gute Sniper-Position suchen. Erstmal scannen wir jetzt noch gemeinsam die Basis, die da unter uns liegt. Dann sehen wir auch, dass es jetzt ein bisschen eine größere Aufgabe, die da vor uns liegt. Ja. Und wir werden uns gleich aufteilen. Ich werde snipen gehen und Julius geht ein bisschen in den Nahkampf. Das sehen wir aber dann gleich noch. Ja, es wird mir allerdings nicht von Anfang an reibungsfrei gelingen. Okay. Ich habe das ja nur aus der Distanz beobachtet. Ja, es wird gleich ganz lustig. Und da kannst du dich auch was freuen. Sehr schön. Genau, was man hier gesehen hat zum Teil, sind schon diese Mörserstellungen. Die sieht man bei Julius jetzt gerade. Da sieht man so eine Mörserstellung. Die sollte man natürlich möglichst gut ausschalten. Es gibt auch Scheinwerfer, habe ich gesehen. Das ist natürlich jetzt am Tag, ist das völlig irrelevant. Man kann sich aber in Ghost Recon Wildlands tatsächlich aussuchen, wann man angreift, wann man eine Basis angreift. Wir hätten jetzt hier auch tatsächlich auch sitzen bleiben können und warten, bis die Nacht hereinbricht und die Basis dann in der Nacht im Dunkeln leise und heimlich infiltrieren. Ich vermute, also es klingt für mich so, als könnte man sogar, das haben wir jetzt nicht gesehen, aber als könnte man am Anfang der Mission vielleicht sogar auswählen. Das könnte auch sein. Nachts angreifen in dem Sinne und dann wird es halt automatisch Nacht in dem Moment, wo du dann da bist. Könnte auch sein, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber es wird aber auch dynamisches Wetter geben, verschiedene Wettersituationen im Tag-Nacht-Wechsel und so. Ja. Dementsprechend kann man sich die Rahmenbedingungen für seinen Einsatz quasi aussuchen. Man soll auch die Reihenfolge, in der man die Missionen angeht, von denen es über 100 geben soll, soll man sich frei aussuchen können. Ja. Was mich in puncto Story ein bisschen bedenklich stimmt. Denn wie werden wir eine coole Story erzählen, eine coole Story-Mission, wenn die völlig lose aneinander gekettet sein müssen, also gar nicht aufeinander Bezug nehmen können? Ja, es ist schwierig. Es wirkt halt echt so, als wäre das wieder mehr so eine Rahmenhandlung und dann so kleine Geschichten für jedes Gebiet, was man freischaltet.
Es sei denn, sie würden da vielleicht so ein Progression-System einbauen, wenn du so eine bestimmte Anzahl von Missionen erfüllt hast, egal welche, dass dann vielleicht die Story fortschreitet. Sowas wäre natürlich denkbar, aber es wirkt tatsächlich so ähnlich wie auch in The Division, wo du ja auch dann nach den Anfangs-Tutorial-Missionen auf einmal eine ganz große Menge an Story-Missionen auf einmal bekommen hast, die du auch beliebig machen konntest, dass die Story dann nur so eine sehr lose Geschichte ist. Ich schleiche jetzt gerade an dieser MG-Stellung vorbei und mein Kollege wurde gerade schon fast entdeckt von dem Typen. Ja. Das Problem ist jetzt nur, dass ich mich jetzt im Vorrang nicht ausreichend informiert habe, welche Taste ich drücken muss, um ihn wirklich zu killen. Und deswegen entdeckt er mich hier und ich mache eigentlich gar nichts. Da hat dein Teammate dich aber noch gerade gerettet, ne? Ja, da hat mein Teammate mich gerade gerettet, genau. Also scheinbar ist es so, also für mich gefühlt war es auch so, das Spiel ist sehr, sehr großzügig mit dem, wann du entdeckt wirst. Also du hast da echt noch einen großen Zeitraum, wo du dann den einen Gegner, der dich entdeckt hat, noch killen kannst. Selbst wenn der schon irgendwie schreit, what the hell, kannst du trotzdem ihn dann noch irgendwie erschießen, ohne dass er irgendwie Alarm schlägt. Also, jetzt, es soll ja auch passieren, dass die Gegner dann Verstärkung rufen, aber in dieser Mission zum Beispiel ist es ja jetzt, wie ihr gleich sehen werdet, klappt das relativ gut, das zu verhindern, obwohl wir uns jetzt nicht sonderlich geschickt anstellen, meiner Meinung nach, oder? Meiner Meinung nach auch nicht. Also ich bin auch sehr, sehr großzügig mit dem Scharfschützengewehr vorgegangen. Wir geben jetzt parallel Unterstützung. Während Julius sich in die Basis schleicht, geben der Teamleader und ich hier von so einem Wachturm Scharfschützen Unterstützung und gucken uns das mal aus der Distanz an, was die beiden da fabrizieren. Wir haben halt schallgedämpfte Scharfschützengewehre. Mit denen kannst du aber auch echt alles wegballern, was du gerade siehst. Also es war jetzt nicht so, als ob die Gegner bemerkt haben oder ist jetzt gerade neben mir einer umgefallen. Bemerken sie das wirklich nicht, selbst wenn sie es offensichtlich sehen müssen? Also ich glaube, wenn es jetzt wirklich direkt vor deren Nase wäre, dann wär's ein Problem, dann würden sie es schon sehen. Aber das war jetzt wirklich so, ich musste mir nicht großartig Gedanken machen, wen ich jetzt gerade wegpflücke oder nicht. Ich habe gesehen, oh, der ist grob alleine irgendwo in der Gegend, okay. Hab den weggedübelt und dann war gut. Also das kenne ich aus anderen Spielen, dass man da deutlich vorsichtiger vorgehen muss. Aber wir haben ja zum Thema Schwierigkeitsgrad schon was gesagt. Kann sein, dass das hier wirklich der easy peasy Kindermodus ist, wo jeder Depp auch durchkommt und dann nachher fleißig vom Entwickler gelobt werden kann, so wie wir das auch wollen. Ja, das wäre so ein bisschen mein Wunsch, weil tatsächlich dieses Taktik-Shooter-Ding, das war halt das, was mich erst gereizt hat. Und das geht, finde ich, durch den zu leichten Schwierigkeitsgrad ein bisschen flöten. Also wenn es so leicht ist, dass du problemlos auch alles ganz blazing lösen kannst, dann geht man, also meiner Erfahrung nach, geht man dann zwar vielleicht ins Spiel und sagt so, hey, lass das jetzt mal stealthy lösen, aber wenn es dann nicht klappt, dann sagst du, ja gut, scheißegal, dann töten wir halt alles. Eben, das ist so ein bisschen das Problem, was ich an dieser großen Freiheit, die dir das Spiel eben an die Hand geben will, sehe, ja. Dass es halt, dass du dazu tendierst, gerade wenn es wirklich einfach ist, sich durchzuballern, immer den gleichen Weg zu wählen. Ja. Also wir sind ja jetzt unter Entwickleranleitung tatsächlich ein bisschen vorsichtig durchgeschlichen und haben einen Gegner nach dem anderen erledigt, aber wir hätten auch genauso gut einfach, wie ich es am Anfang gesagt habe, mit diesem blöden Helikopter hingehen können, alles erstmal niederballern, reindroppen, die Verstärkung abknallen und die Intel schnappen und gut ist. Also das wäre jetzt auch keine besonders große Herausforderung gewesen und ich glaube, dass es im Endeffekt dann eher so laufen könnte, wenn du die Schwierigkeit gerade nicht erwähnt. Ja, also ich habe ja ein bisschen, ich habe das ja auch in meinem Fazit dann gesagt, auch als ich noch ein bisschen drüber nachgedacht hatte im Nachhinein, weil für mich war das Spiel von Anfang an, wirkte das immer so ein bisschen wie so die GTA-Heists jetzt als komplettes Spiel. Also totales taktisches Vorgehen, jeder hat so eine bestimmte Aufgabe und man schafft halt alles nur mit Teamwork. Und tatsächlich ist es jetzt aber in dieser Mission so gewesen, dass dieses jeder hat eine bestimmte Aufgabe, war jetzt gar nicht so, weil weil wenn du jetzt im GTA heißt, keine Ahnung, da ist einer der Fluchtfahrer, der sucht sich um ein Fluchtfahrzeug. Zwei fliegen mit dem Heli irgendwo hin, scouten was aus und einer geht dann zu Fuß rein und muss irgendwie einen Generator deaktivieren, um Sicherheitssystem auszulöschen, damit die anderen rein können. Weil es ist so, dass du wirklich diese Aufgabenteilung halt durch die Aufgabe, die du halt hast, schon
vorausgesetzt ist. So nach Wildlands ist im Vergleich zu einem GTA Online Heist oder so, es ist deutlich weniger linear, also es ist deutlich weniger klar vorgeschrieben, was zu tun hat und was du tun solltest, wie du vorgehen solltest. Und zumindest in dieser Mission führte das eben dazu, dass wir alle mehr oder weniger das Gleiche gemacht haben, sich da nicht so ein großer Unterschied entstanden ist zwischen den Aufgaben, die wir hatten. Das ist die Gefahr, die sich daraus eben ergibt. Und wie das dann im finalen Spiel ist, das muss man aber natürlich noch sehen, das ist jetzt ein früher Eindruck. Das ist übrigens eine Alpha-Version, die wir spielen. Man sieht auch hier und da in den Videos, da funktioniert manchmal was mit den Gegnern nicht so, wie es sollte, oder Explosionen nicht so ganz, wie sie sollen oder so. Also das ist schon noch ganz schön rough around the edges. Mhm. Also das hat noch Ecken und Kanten, diese Version, ist aber noch völlig verständlich. Am 7. März 2017 soll es rauskommen. Bis dahin ist also noch ein bisschen Zeit, auch um zum Beispiel das Fahrverhalten der Motorräder zu verbessern. Das hat dir nicht so gut gefallen. Das hat mir gar nicht gefallen. Das war noch also ultra arcadisch, aber gleichzeitig schwammig, seltsam, nicht nachvollziehbar. Naja. Okay. Also ich bin jetzt mit den Fahrzeugen noch gar nicht gefahren. Nur als Beifahrer war ich bisher unterwegs. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so beurteilen. Hätte ich auch gerne mal gemacht. Aber ich vertraue da natürlich deinem Urteil, Johannes. Als erfahrener Motorradfahrer. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass wir nähern uns jetzt dem Ende der Mission, beziehungsweise wir haben die Mission eigentlich schon abgeschlossen. Wir haben die Informationen geklaut aus einem Laptop aus dieser Basis und verlassen jetzt gerade mit dem Fahrzeug hier die Basis, bevor die Verstärkung, die uns da gerade noch entgegenkommt, anrücken kann. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Wieso kam jetzt am Ende die... Wir haben nachher noch einen Alarm ausgelöst tatsächlich. Als wir schon fertig waren. So, ja, super. Und das war diese Mission, die wir in Ghost Recon Wildlands gemeinsam gespielt haben. Zum Abschluss sieht man jetzt nochmal einen kurzen Blick über die Karte von Bolivien mit den verschiedenen Missionstypen oder mit den verschiedenen Regionen, die anscheinend alle einen eigenen Boss haben. Wie das genau funktioniert, wissen wir aber noch nicht. Ich hoffe, wir konnten euch erstmal einen guten Eindruck vom Spiel verschaffen, soweit wie wir ihn selber bekommen haben. Genau, jetzt habt ihr alles gesehen, was wir gesehen haben im Grunde. Genau. Okay. Hello, my name is Dominic Butler and I'm the lead game designer on Ghost Recon Wildlands. In Ghost Recon Wildlands, we offer players the total freedom of choice as they fight to take down the Santa Blanca cartel. A few months ago at E3, our four ghosts raided a camp to extract El Pozolero, a buchon of the Santa Blanca cartel. Today, we want to show you another way to play the same mission, taking a stealth approach and using the cover of night to our advantage. Weaver, Nomad, and Holt are base jumping from the helicopter. This is one of the 60 plus vehicles available in the game for you to use as you explore the world. Today, four devs are playing the demo in co-op. But Ghost Recon Wildlands is entirely playable from beginning to end in solo, where you're supported by your AI teammates. Weaver has landed on a cliff nearby to gain a vantage point and provide cover for Nomad and Holt, who are now landing and moving towards a cartel checkpoint. All four ghosts are now on the ground. Midas will regroup with the others in the camp. Ghost Recon Wildlands features a complete day and night cycle, as well as a realistic weather system, which both have an influence on gameplay. Here, for example, nighttime with rainy weather is a perfect combination for a stealthier approach. Ideally, we want to gain access without alerting the cartel, so it's time to be creative. The ghosts know that this truck is being used for local deliveries. If they can take it, they can use it to get into the camp without raising suspicion. Our ghosts are getting into position, now tagging their enemies and identifying their targets. Midas is now using the slingshot feature to assign targets to his teammates. The slingshot makes its comeback in Wildlands and is the perfect feature to coordinate your action with your team. Here we go. And that's a perfect execution.
playing solo, you'll be able to issue simple orders to your AI teammates to achieve the same deadly result. Now Nomad and Holt are going to use the truck to get into the camp without being detected. The cartel recognize this truck, and so the ghosts are in. Holt has jumped out of the truck and is preparing a possible exit strategy by placing some C4. Landmines, frag, flash, and diversion grenades will also give you the explosive edge and help create diversions. With more than 50 weapons available in the game that you're able to use and customize with hundreds of different attachments, it's up to you to choose the right weapon for the job. Each of them has its own ballistics model with piercing, dispersion, and bullet drop. Weaver's now deploying his drone to further recon the area. He switched to thermal vision to easily detect local targets. Other special upgrades can be added to the drone too, including an EMP pulse that deactivates electronics, a noise generator, or high explosives. Okay, that's our guy, El Pozzolero, working late into the night. Now that we have his exact location, Nomad is going to park the truck near to the target. In order to complete your mission, coordination and communication are key. Nomad is now in position, waiting for the right moment to grab the target. Midas is heading towards the camp to rejoin Holt and Nomad. Weaver has located the camp generator with his drone. If the team manages to shut it down, they'll kill power in the camp, which will prevent triggering alarms or secondary reinforcements. Midas is now making his way into the camp, avoiding the patrols en route to the generator. Is placing more C4 on the other side of the camp to provide further distraction in case the ghosts need it during their escape. The diversion grenade is another great tool that can be used to distract enemies. Since we're attacking this camp at night, we can take advantage of each NPC's unique day and night agenda. For example, this soldier here is taking a rest. Back to Midas, who's keeping a low profile to avoid being detected.
Holt is making his way towards Nomad and El Pozolero's location. Making sure you don't leave bodies to be discovered is key to preventing the camp going on full alert. You can grab and drag your enemies away from the patrol path, so when you knock them out, they're out of sight. Midas is climbing between the camp buildings to reach a better position. All the while, Weaver continues to provide cover. Having reached the generator, Midas can disable it to kill the lights throughout the camp. Nomad has activated his night vision to get closer to El Pozolero. Now, while enemies don't have night vision, they will become suspicious as to why the lights are suddenly out. Now, we need to extract our target from the camp. The enemies are now alerted by the noise and are trying to find its origin. Holt is passing a rebel prison cage. The rebels are another faction in the game. They have their own conflict with the Santa Blanca, so they'll spontaneously engage whenever they get the chance. Nomad has just put our target into the truck and is moving towards the exit. Weaver is liberating another group of rebels. This camp is now erupting into a full gunfight between the rebels and the Santa Blanca. And to provide further disruption, we blow that C4 we placed earlier. Weaver is now headed to rejoin the others, clearing the last of the Santa Blanca in the wild who were attracted by the gunshots. So now with El Pozolero in our custody, we're going to deliver him to our rally point and learn key information about the cartel and his bosses. That's the end of the demo. I hope you enjoyed seeing our ghosts approaching this mission in stealth. Just one of the many ways you can play Ghost Recon Wildlands. And don't forget to check ghostrecon.com for the latest news.